Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einem Let's Play The Master Quest. Ja, und das ist mittlerweile Teil 90, glaube ich. Ja. Und weiter geht's. Wir sind immer noch dabei, die Masken abzugeben, ja, und danach die Riesenbob-Tasche zu holen. Der ganze Spruch ist nur für diesen Mist, auf gut Deutsch gesagt. Ach, was mache ich denn? Oh. Oh Gott, ey, ich bin echt nicht bei der Sache, ey, das ist scheiße, das ist einfach scheiße. Gott, ey, jetzt blühe ich mich hier hin und her, es tut mir voll leid, Leute, oh Gott, ey, was eine Frau in einem auslösen kann, ey. Die Liebe, ja. Was soll man zur Liebe sagen? Leider immer eine bittere Enttäuschung, ne? Das ist, Liebe ist nur eine Abkürzung, steht für L, Liebe, ist... Liebe, ja. Also das L steht für leider, das E für immer, das E für eine, das B für bittere und das E für Enttäuschung, ja. Das ist die Abkürzung Liebe. Das ergibt dieses seltsame Wort, das ist aber nur eine Abkürzung für diesen Slogan, kann man sagen, ja. Nein, ich bin kein Schwarzer und nein, ich bin auch kein Deprimensch. Aber ist doch scheiße. Ich fühle mich irgendwie verarscht. Naja, was soll's. Zocken etwas Master Quest und. Ja, Master Quest zocken. Master Quest. Oh, Graus, es ist Boris, der Totengräber. Nanu? Oh, es ist nur eine Maske. Wow, ich bin ganz schön erschrocken. Gibst du mir die Maske? Natürlich, Kleiner. Mit dieser Maske sehe ich fast wie Boris aus. Cool, hier ist das Geld. Du hast die Maske, die dich 30 Rubin gekostet hat, zum gleichen Preis weiterverkauft. Geh nun zurück zum Maskenhändler und zahl ihm deine 30 Rubine zurück. Dabei kannst du eine neue Maske leihen. Super. Nein, noch. Ja, dieser Maskenspuck ist. Ich muss überlegen. Noch eine Maske. Da. Das war definitiv nicht die. Ach ja, jetzt kommt die mit dem Postboten. Die Hasenohren. Oh, voll ätzend. Die ist nicht so leicht zu vergeben. Also, dieser Postbote ist echt schnell. Ihr müsst ihn halt am Morgengrauen irgendwie erwischen. Ich weiß ungefähr, wo der ist. Ungefähr. Das Problem ist, man kriegt den sehr selten zu Gesicht. Ha! Ha! Hi, ha! Oh Gott. Entschuldigung. Oh, großartig, du hast sie weiterverkauft. Bitte zahle mir die Gast für die Geistermaske meines Eisschrubbiner. Bezahlung erhalten. Hasenohren, ja. Frage sie mit Zebra, um sie zu zeigen. Die langen Ohren sehen doch putzig aus. Ja, natürlich. Nur Leute, was gut aussieht, ist immer gefährlich, ne? Dicke Frau, guck mich ja nochmal an, die haben es gut, ja, dieses Pärchen hier, die dürfen den ganzen Tag zusammen tanzen, voll happy. Depri, Depri. Link mit Hasenohren, yeah. Also ich kann ja nicht schneller laufen, ne? Schade. Im Majora's Mask, da, wenn ihr die aufzieht, könnt ihr schneller laufen. Was ich weiß, ist der irgendwo da hinten, oder war das da? Boah, ich hab keine Ahnung, ne? Jetzt gucken wir, ob den, aber wir rollen uns besser, immer schneller als der. Da sehen wir ihn schon, seht ihr ihn? Der läuft den, der läuft. Ey, wir verschwinden, Leute, ich sehe das, er verschwindet. Wir kriegen nicht mit unserer Rolltechnik, kriegen wir dich immer mal vor. Junge, du hast echt ziemlich lahm, weißt du das? Aber das ist angeblich ein Postbote, du bist. Oh fuck! Da kommt etwas angeflogen, was mir nicht gefällt. Komm, mach auf. Warum hält der Penner nicht an?
Jung. Oh, oh. Ich wette, mit diesen Ohren kannst du die Stimmen hören. Hä? Kannst du die Stimmen hören? Das sind die Ohren, die der große Kürbis prophezeit hat. Hoppel die Hö. Okay. Mir ist egal, wie teuer sie sind. Ich muss sie haben. Verkauf sie mir. Natürlich. Mein Traum geht in Erfüllung. Ich habe Hasenohren. Hoppel die Hö. Füttert mich mit Möhren. Für die Maske hast du 15 Ruine bezahlt. Der durchgeknallte Kerl hat dir jedoch mehr dafür gegeben, als du zählen kannst. Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 50 Rubine wieder. Ay caramba! Wir hätten vor die Versammlung, seht ihr das im Hintergrund? Ja. Alle wollen was von Link. Aber das ist wieder der Zeit. Oh Gott, ich spüre. Oh, super, ey. Umsonst morgen Tag frei. Ich könnte jetzt so echt. Oh, Merde. Weißt du, extra heute? Ich habe mich extra heute für meine Süße extra gequält auf die Sonnenbank. Ja, ich habe mich da extra drauf gequält, ne? Und diese heiße Scheiße, mich totgeschwitzt, um gut auszusehen für sie morgen. Und was ist? Nix ist. Ah, Mann, ey. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht sauer oder so, nur ich bin enttäuscht. Tierisch enttäuscht. Sauer bin ich nicht auf sie, nein, warum auch? Was mit ihren Freunden ist doch voll okay. Nur man hätte vielleicht gestern eigentlich so leere Aber. Oh, Marie ist schon wieder, ey. Oh Gott. Wird Zeit, dass ich in Rente gehe. Leute, das ist der letzte, allerletzte Teil von meinem Let's Play. Ich gebe auf. Ich hab die Schnauze voll. Also, ne? Gott, ey. Ich könnte so. Oh. So, nicht nochmal, ne? Ich wollte eigentlich die. Diese Scheiße hier spielen, ne? Ah, Gott, ey. Was ist das, ey? Diese letzten Teile, dieses und Teil 89, die sind voll für den Arsch, ey. Aber richtig so. Und wir brauchen jetzt die Goron-Maske, also die gleich eigentlich dahin sollte. Oh, großartig, du hast sie verkauft. Bitte zahle mir für die Hasenohren die 50 Rubine. Hey, gut gemacht. Alle Masken sind verkauft. Ich wusste, dass du der richtige Mann, Junge dafür bist. Als Belohnung für deine Mühe sollst du eine ganz besondere Maske halten. Dies ist die Maske des Wissens. Es ist eine mysteriöse Maske aus dem Erbe der Shika. Suche und du wirst die verborgenen Kräfte der Maske entdecken. Sie ist nützlich und unheimlich zugleich. Warum sie unheimlich ist? Das wirst du herausfinden, wenn du älter wirst und irgendwann den Sinn des Lebens erkennst. Die gibt es nicht. Vertrau mir, hahaha. Ich will die nicht haben. Die Maske des Wissens trage sie mit sehr bla, um möglichst vielen Leuten zu zeigen. Ich habe Nachschub bekommen. Von nun an kannst du jede beliebige Maske ausleihen. Vertrau mir. Willkommen. Welche Maske möchtest du leihen? Wir brauchen die Goron-Maske. Die Goron-Maske. Trage sie mit dir, um sie zu zeigen. Du siehst selbst fast aus wie ein Goron. Nein, 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 nein. Köter, geh weg. Es war süß, dass du mir jetzt folgst. Na, da sitzt ein Hund. Ich komme irgendwann wieder. Irgendwann. Oh, Leute. Es tut mir leid, dass ich diese zwei Videos voll verkackt habe, auf Deutsch gesagt. Irgendwie nur Scheiße gemacht habe. Ich bin normalerweise überhaupt nicht so. Normalerweise bin ich mal voll bei der Sache, aber das wurmt mich halt ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt das vielleicht verstehen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Überreagiere ich ja ein bisschen. Das kann ja vielleicht durchaus möglich sein, gebe ich auch zu. Aber ich finde es halt richtig schade. Weil ich diese Frau wirklich über alles liebe. Wirklich über alles. Und dann sowas. Und ich wette mit euch, vielleicht sehe ich sie auch gar nicht mehr wieder, wer weiß. The time is over. Ah, das war klar. Immer wenn man Kakariko ist, dann ist die Zeit vorbei. Das hat was zu sagen. Also, wir machen gleich an der Stelle einfach weiter. Also, macht's gut, bleibt sauber und tschüss.